Ich begrüße Sie sehr herzlich zu einer neuen Ausgabe des Regionalmagazins hier im Elbe-Kanal. Wir bringen Sie wieder auf den aktuellen Stand der Corona-Situation. Sie haben die Gewinnchance auf das Medium der Woche und erhalten eine Vorschau auf die Wetteraussichten der kommenden Tage. Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung und bleiben Sie gesund. Stand Donnerstagnachmittag gibt es 60 Corona-positive Personen im Salzlandkreis. Aktuell gelten 39 Männer und Frauen als wieder genesen. Zudem werden aktuell 2 Personen stationär behandelt. Außerdem befinden sich derzeit 56 Personen in häuslicher Quarantäne. 167 Personen konnten bereits aus ihrer Quarantäne entlassen werden. Zur Abmilderung der zusätzlichen Belastungen durch die Corona-Krise werden Beihilfen und Unterstützungen, wie zum Beispiel eine Sonderprämie, die Arbeitgeber an ihre Beschäftigten erbringen, bis zu einem Betrag von 1.500 Euro gemäß dem Einkommensteuergesetz steuerfrei gestellt. Erfasst von der Steuerbefreiung werden Sonderleistungen in Form von Zuschüssen und Sachbezügen, die von Anfang März bis 31. Dezember dieses Jahres erbracht werden. Voraussetzung ist, dass die Sonderleistungen zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn erbracht werden. Von der Steuerbefreiung nicht erfasst sind lediglich arbeitgeberseitig geleistete Zuschüsse zum Kurzarbeitergeld und Zuschüsse, die der Arbeitgeber als Ausgleich zum Kurzarbeitergeld wegen Überschreitens der Beitragsbemessungsgrenze leistet. Für die Testzentren in Schönebeck stehen neue Öffnungszeiten bereit. Die Fieberambulanz im Breiteweg 4 hat Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Das Corona-Drive-In zieht zum 14. April in die Räumlichkeiten des ehemaligen DRK Schönebeck und steht Montag bis Freitag von 13 bis 16 Uhr für Tests zur Verfügung. Die Stadt Schönebeck beabsichtigt, eine interaktive Karte des Stadtgebietes über Google Maps auf der Homepage zu erstellen, auf der potenzielle Kunden, Schönebecker Händler, Ladengeschäfte, gastronomische und andere Lieferdienste, Serviceanbieter, Dienstleister und Gewerbetreibende mit Symbolen wiederfinden, die beim Anklicken neben allgemeinen Informationen wie den Öffnungszeiten vor allem Leistungen, Angebote und Dienste in der schwierigen Situation der Corona-Krise erkennen lassen. Bisher haben sich schon einige Unternehmen gemeldet und sich in die interaktive Karte eintragen lassen. Wenn auch Sie Ihr Unternehmen auf dieser Karte kostenlos eintragen lassen möchten, dann melden Sie sich mit allen Informationen an folgende E-Mail-Adresse: s.ellard@schönebeck-elbe.de. Die Karte soll am Dienstag, den 7. April, online gehen. Die Stadt Schönebeck erhebt im Monat April 2020 keine Kostenbeiträge für die Betreuung der Kinder in den hiesigen Kindertageseinrichtungen und Horten. Die Beiträge werden auch nicht nachgefordert, da das Land Sachsen-Anhalt entschieden hat, die Finanzierung zu übernehmen. Mit wem kann man reden, wenn man allein zu Hause ist? Was ist, wenn mir etwas fehlt? Mit wem kann ich über meine Not und Angst sprechen? Am Schönebecker Fürsorgetelefon sind Sie mit Menschen verbunden, die sich Zeit nehmen und Ihnen zuhören. Erzählen Sie, was Sie beschäftigt, Ihnen die Kraft raubt oder wo Sie Hilfe gebrauchen könnten. Wir bieten auch an, mit Ihnen und für Sie zu beten. Das Fürsorgetelefon ist zu erreichen unter der Telefonnummer 03928 42 31 53 täglich von 10 bis 11 Uhr und von 17 bis 18 Uhr. Ein Angebot der Evangelischen Kirche in Schönebeck und Umgebung. Schönebecks Friedhöfe bleiben weiterhin geöffnet. Trauerveranstaltungen auf den städtischen Friedhöfen sollten einen gewissen Rahmen nicht überschreiten, da das Abstandsgebot von 2 Metern zwischen Personen einzuhalten ist. Es wird deshalb dringend empfohlen, sich möglichst auf den engsten Familienkreis zu beschränken. Die Schließung aller Kapellen der städtischen Friedhöfe von Schönebeck für Trauerfeiern wurde indessen allerdings veranlasst. Der Träger der Urne oder die Träger des Sarges können bei Traueranlässen weiterhin aus der Kapelle kommen. Ein Abschied neben dem engsten Familienkreis einer Grabstelle im Freien wird weiterhin möglich sein. Die Hotline der Stadt Schönebeck zum Coronavirus ist ab sofort unter der Telefonnummer 03928 71 06 11 zu erreichen. Es werden, sofern möglich, ausschließlich regionale Fragen zum Coronavirus beantwortet. Von anderen Fragen wird gebeten, dringend abzusehen. Hierfür sind die bekannten Informationsmöglichkeiten zu nutzen. Die Schönebecker Hotline ist zu erreichen montags von 7.30 Uhr bis 16 Uhr, dienstags von 7.30 Uhr bis 18 Uhr, mittwochs und donnerstags von 7.30 Uhr bis 16 Uhr und freitags von 17.30 Uhr bis 14 Uhr. Von 12 bis 13 Uhr ist die Hotline jeweils nicht besetzt.
sofort sind direkte Besuche der Stadtverwaltung durch die Bürgerinnen und Bürger dringend zu vermeiden. Neben der Wohngeldstelle gilt das auch für alle anderen Verwaltungsbereiche, wie nur als Beispiel das Ordnungsamt, das Personenstandswesen, das Bürgerbüro, Gewerbeanmeldungen, das Baudezernat, das Rathaus selbst, die Büros in der Grabenstraße und im Breiteweg 11, 12 und 12a. Wenn sich Termine dringend notwendig machen, sollten diese vorher telefonisch oder per E-Mail vereinbart werden, da die Verwaltung insgesamt weiter arbeitsfähig bleibt. Die Corona-Hotline des Fachdienstes Gesundheit des Salzlandkreises ist ab sofort auch am Wochenende in der Zeit von 9 bis 16 Uhr unter der Telefonnummer 03471 684 26 84 erreichbar. Zudem können Bürger die Hotline ab Montag von 8 bis 20 Uhr telefonisch erreichen. Weitere Auskünfte erhalten die Bürger auch über die Nummer 116 117 der Kassenärztlichen Vereinigung. Die Nachrichten werden Ihnen präsentiert von der Städtischen Wohnungsbau GmbH. Sie suchen eine Wohnung? Blaues Licht heißt Wohnung frei. Telefon 786 101. Obwohl der Heimattiergarten auf dem Bierer Berg aufgrund der Corona-Krise momentan für Besucher geschlossen bleibt, erreichen das Team um Matthias Wilberg viele Anfragen per E-Mail und Facebook, wie man die Einrichtung finanziell unterstützen kann. Der Tiergarten hat nach wie vor laufende Kosten bei ausbleibenden Besuchern und somit Spenden. Um den Tiergarten zu unterstützen, sind auch weiterhin neue Tierpatenschaften oder Spenden in Form einer Überweisung möglich. Die Anfragen für Tierpatenschaften werden von Konstanze Polan telefonisch entgegengenommen. Geldspenden können bequem auf das Konto des Heimattiergarten unter eingeblendeter IBAN überwiesen werden. Das Team des Tiergartens freut sich auf jede Form der Unterstützung. Der Musikunterricht der Kreismusikschulen des Salzlandkreises kann trotz der Eindämmungsverordnung der Landesregierung derzeit stattfinden. Fast die Hälfte aller Musikschüler der vier Einrichtungen erhält online per Videokonferenz Einzelunterricht. Außerdem produzieren die Lehrer zusätzlich Erklärvideos, welche online ebenfalls für die Schüler der Musikschule bereitgestellt werden. Auf Dauer ließe sich damit allerdings nicht der traditionelle Unterricht ersetzen. Das Land Sachsen-Anhalt veröffentlicht einen neuen Bußgeldkatalog für die Zeit des bestehenden Kontaktverbotes zur derzeitigen Corona-Krise. Beispielsweise kann es zu folgenden Strafen kommen: bis zu 250 Euro für mehr als zwei Personen in der Öffentlichkeit, Familien ausgeschlossen, 100 Euro Strafe für das Betreten von Bolz- und Spielplätzen oder auch eine Geldstrafe von bis zu 250 Euro für jegliches Feiern, Picknicken und Grillen in der Öffentlichkeit. Weitere Informationen dazu erhalten Sie auf unserer Facebook-Seite. Wie das Sachgebiet Straßenverkehr mitteilt, kommt es zu Gesamtsperrungen des Verkehrs in der Krausestraße in Schönebeck. Verkehrssicherungsmaßnahmen werden im Zeitraum von 6. April bis zum 8. Mai 2020 vorgenommen. Grund hierfür ist die Verlegung einer Fernwärmeleitung. Die Nachrichten wurden Ihnen präsentiert von der Städtischen Wohnungsbau GmbH. Sie suchen eine Wohnung? Blaues Licht heißt Wohnung frei. Telefon 786 101. Qualität, die sich bewährt. Die Fleischerei Bernau aus Schönebeck setzt seit vielen Jahren höchste Ansprüche an die Herstellung und den Verkauf frischer Fleisch- und Wurstwaren. Unsere aktuellen Angebote:
Kleine Gläser Leberwurst, Zwiebelwurst oder Rotwurst, das Stück zu 1,50 Euro. Kassler Nacken, 100 Gramm zu 75 Cent. Kassler Eisbein, 100 Gramm zu 50 Cent. Kotelett mit Knochen, 100 Gramm zu 80 Cent. Kotelett ohne Knochen, 100 Gramm zu 85 Cent. Schweinefilet, 100 Gramm zu 1,30 Euro. Und lose Wurst, 100 Gramm zu 45 Cent. Aufgepasst, bei uns ist jeden Donnerstag Hausschlachtetag. Und für einen noch bequemeren Einkauf können Sie bei uns ab sofort mit Ihrer EC-Karte zahlen. Auch mobil sind wir mit unserem Wagen unterwegs. Ob Rumby, Güsten, Förderstedt oder Staßfurt. Besuchen Sie uns und überzeugen Sie sich von unserer Qualität. Ihre Fleischerei Bernau aus Schönebeck. Aufgepasst! Bei Kilt sind die Oster- und Frühlingsneuheiten eingetroffen. Egal ob zum Dekorieren oder Verschenken, bei den Figuren von Göbel, Formano, Villeroy und Boch und Hutschenreuter ist für jeden etwas dabei. Niedliche Osterhasen mit viel Liebe zum Detail verschönern die Wohnung ebenso wie lustige Ostereier oder Schafe. Für Sammler gibt es aktuell die Jahreseditionen von Göbel und Hutschenreuter. Und als schöne Dekoration für den Tisch bietet die Marke ihr Servietten, Kerzen und Tassen an. Seien Sie bestens ausgestattet für den Frühling. Mit Kilt, Ambiente für Tisch und Küche am Markt 5 in Schönebeck. Derzeit stehen wir Ihnen wegen der Corona-Lage nur telefonisch und online zur Verfügung. Unseren Online-Shop erreichen Sie unter www.kilt.shop rund um die Uhr. Gerne beraten wir Sie auch telefonisch über unser gesamtes Sortiment und nehmen Ihre Bestellungen zu den Geschäftszeiten von 9 bis 16 Uhr entgegen. Bestellungen können nach Absprache vor Ort abgeholt werden oder gegen eine Versandpauschale an Sie versendet werden. Wenn es um Erdgas und Strom geht, ist die Erdgas Mittelsachsen GmbH Ihr vertrauter Partner in Schönebeck. Mit unserem Kundenzentrum Energiebündel in der Karl-Marx-Straße 18 haben Sie einen zentralen Anlaufpunkt in der Elbestadt. Ob im persönlichen Gespräch, per Telefon oder E-Mail, unsere freundlichen und kompetenten Mitarbeiter beraten Sie gern in allen Energiefragen. Günstiges Erdgas und günstigen Strom, flexibel oder mit langfristiger Preisgarantie. Am besten beides von EMS. So sichern Sie sich zudem unseren jährlichen Kombibonus von bis zu 40 Euro. Andere machen sauber, wir reinigen gründlich. Ihre Gebäudereinigung Nico Peters. Telefon 0152 232 0353. Die Fleischerei Brinkmann in Altfrose erstrahlt nach dem Umbau in neuem Glanz. In der Fleisch- und Wursttheke finden Sie nicht nur das passende Grillfleisch, sondern auch alles von Spießen über Wurst bis hin zu leckeren Salaten. Der Platten- und Buffet-Service ist umfangreich, ansprechend gestaltet und ein wahrer Genuss für große und kleine Anlässe. Gemütlich wird es in der neu gestalteten Imbissecke. Genießen Sie Soljanka oder Schnitzel frisch zubereitet direkt vor Ort. Qualität und immer freundliche Beratung. Fleischerei Brinkmann, weil es nicht wurscht ist, wo man Wurst isst. Unübersichtlich und kompliziert war gestern. Dank unseres Kundenportals MeinSWS sind Sie immer aktuell über Preise, Zählerstände und Veränderungen informiert. Sie möchten Ihre monatlichen Abschläge anpassen, persönliche Daten ändern? Dann besuchen Sie uns jetzt online per Smartphone, Tablet oder PC, bequem von zu Hause oder unterwegs. Natürlich sind wir auch weiterhin für alle Fragen und Anregungen im Stadtwerkehaus für Sie da. Ihre Stadtwerke Schönebeck. Ihr PC geht nicht mehr an oder braucht ewig zum Hochfahren? Installationsprobleme oder ein Virus zerstört Ihre Festplatte? Alle Reparaturen führen wir schnell, zuverlässig und protokollbasierend durch. Computerservice Bernd Jungnickel. Ab sofort in der Republikstraße 35 in Schönebeck. Das Steakhouse Los Gauchos lässt Sie auch in dieser schwierigen Zeit nicht im Stich und bietet für Sie ab dem 8. April einen Liefer- und Abholservice. Montag bis Freitag nehmen wir Ihre Bestellungen von 17.30 Uhr bis 21 Uhr entgegen. Samstag, Sonntag und an Feiertagen sind wir von 11 bis 14.30 Uhr sowie von 17.30 Uhr bis 21 Uhr für Sie da.
Bestellungen nehmen wir sowohl telefonisch unter 03928 42 56 16 1 und 0179 74 66 50 1 als auch per E-Mail unter info@los-gauchos-spk.de entgegen. Unsere Speisekarte finden Sie online unter www.los-gauchos-spk.de. Ihr regionales Fernsehen können Sie jetzt auch in HD im neuen Lokal-TV-Portal HD empfangen. Hierzu benötigen Sie ein HBBTV-fähiges Fernsehgerät mit integriertem Satellitentuner oder einen externen HBBTV-fähigen Satellitenreceiver. Verbinden Sie Ihr Empfangsgerät per LAN-Kabel oder WLAN mit dem Internet und schalten Sie auf das Lokal-TV-Portal. Sollten Sie das Portal noch nicht in Ihrer Sendeliste haben, dann führen Sie einen manuellen Sendesuchlauf durch. Das Portal finden Sie auf der Frequenz 11.552 MHz unter der Sendekennung Lokal-TV-Portal HD sowie die Infotafel des Lokal-TV-Portal auf Ihrem Fernsehbildschirm zu sehen ist, sollte das Portal automatisch starten. Wenn die Menüauswahl bei Ihnen nicht erscheint, drücken Sie die rote Taste auf Ihrer Fernbedienung. Jetzt brauchen Sie nur noch das Bundesland und Ihren regionalen Sender auswählen. Mit der OK-Taste starten Sie das Programm. Weitere Informationen finden Sie auf den folgenden Internetseiten. Wir machen Werbung im Elbe-Kanal, um in der Region präsent zu sein. Elbe-Kanal, das ist mein Sender. Die AWO-Kindertagesstätte Knirpsenland bietet aufgrund der aktuellen Corona-Situation eine Notbetreuung an. Eltern können einen Antrag stellen. Da jedoch der Kontakt zu anderen Menschen weitestgehend beschränkt werden soll, prüft der Salzlandkreis im Einzelfall, ob beide Eltern einer systemrelevanten Berufsgruppe angehören und somit eine externe Kinderbetreuung notwendig sei. Auf Unverständnis hat es nicht getroffen. Es waren alle sehr verständlich und die Kinder, die wir hier betreuen, sind eben wirklich aus den systemrelevanten Berufen, wo beide Eltern in den Berufen arbeiten oder eben die alleinerziehend sind und im Gesundheitswesen arbeiten. Die aktuelle Lage stellt für die Kinder ganz klar eine Ausnahmesituation dar. Anstatt von 20 Kindern finden sich in einer Gruppe momentan nur bis zu 5 Kinder zusammen. Der übliche Spielfreund ist vielleicht in häuslicher Betreuung und man soll den Kontakt möglichst meiden. Es tauchen Fragen auf und man versucht den Kindern die Situation verständlich zu machen. Außerdem werden kreative Aktionen gestartet, um einerseits Farbe ins Leben zu bringen und andererseits Verbundenheit zu den Kindern herzustellen, die momentan nicht in die Kindertagesstätte kommen können. So haben beispielsweise die Kinder die Mauer vor dem Gebäude mit verschiedenen Farben bestrichen. Warum habt ihr die Mauer angemalt? Weil für den anderen Kinder, die zu Hause sind, damit sie auch Steine drauflegen können. Sie können auch sie anmalen und dann hier drauflegen. Dann sehen wir, ob einen neuen Stein, denn ob denn jemand schon an uns gedacht hat und draufgelegt hat, das sehen wir dann immer. Das heißt, eure Freunde, die jetzt gerade nicht hier sein können, kommen dann vorbei und bringen auch Steine vorbei. Okay, und dann habt ihr irgendwann eine ganz volle, bunte Mauer, wenn ihr fertig seid. Ob klein oder groß, jeder darf mitmachen und Steine anmalen. Dies geht auch für die Kinder, die zu Hause bleiben. Nachdem diese mit ihren Eltern ihrer Kreativität freien Lauf lassen konnten, können sie ihre Steine ebenfalls auf die Mauer legen und so zum Ausdruck bringen, dass sie an ihre Freunde denken. Für die Kinder in der Tagesstätte gibt es jedoch nicht nur im Freundeskreis Veränderungen. Lobenswert meistern sie auch die Hygieneregeln, welche verstärkt an den Tag gelegt werden. Was den Kindern und auch uns immer noch ein bisschen schwerfällt, ist dieses Abstand halten, gerade wenn man mit jüngeren Kindern zu tun hat. Das schaffen wir natürlich in unserem Alltag, wenn wir ganz ehrlich sind, nicht. Aber was gut funktioniert ist, wir haben Markierungen auf die Erde gebracht. Die Eltern halten auf jeden Fall Abstand.
Wir müssen einfach auch den Körperkontakt haben, aber bevor wir kommen, desinfizieren wir unsere Hände, das machen auch die Kinder. Nach jeder Tätigkeit werden Hände gewaschen, die Kinder können das wunderbar. Macht da mal wie waschen wir unsere Hände? So, und was ist auch ganz wichtig? Seife steht jetzt überall, genau, das haben wir schön geübt. Es ist in dem Kindergarten überall Desinfektionsmittel, dass eben auch Eltern ihre Hände desinfizieren können. Und bei den Kindern reicht ja Wasser und Seife. Trotz der ungewohnten Situation machen sowohl die Kinder als auch die Erzieher der Kita Knirpsenland das Beste daraus. Das Medium der Woche wird Ihnen präsentiert vom E-Center Schönebeck. Mit Songs von Dua Lipa, Luis Capaldi oder Felix Jehn wird jede noch so schlechte Laune weggepustet. Stars, Newcomer und Legenden. Auf der 108. Ausgabe des Hitsamplers versammeln sich 44 Tracks, bei denen für jeden etwas dabei ist. Das Medium der Woche wurde Ihnen präsentiert vom E-Center Schönebeck, denn hier gibt es jedes Medium der Woche käuflich zu erwerben. Egal ob Regen oder Sonnenschein, wir sind immer für Sie da. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der WBG Schönebeck. Wir begrüßen Sie herzlich zur Wettervorschau für die kommenden 3 Tage. Das Wochenende startet sonnig mit Temperaturen bis zu 17 Grad und 13 Sonnenstunden. Der Samstag bleibt wolkenfrei und die Sonne scheint den ganzen Tag. Auch am Sonntag bleibt der Himmel klar bei einer Tageshöchsttemperatur von bis zu 16 Grad. Die Sonne scheint bis zu 14 Stunden, jedoch steigt das Niederschlagsrisiko auf 35% an. Die neue Woche startet ebenfalls sonnig mit Temperaturen zwischen 6 und 17 Grad. Das Niederschlagsrisiko bleibt weiterhin bei 35% und vereinzelt ist mit leichtem Wind zu rechnen. Das Team des Elbe-Kanals wünscht Ihnen ein erholsames Wochenende. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert von der WBG Schönebeck.